Ja, so kann ein Arbeitstag beginnen, mit so einem Anblick. Guten Morgen, Freunde. Ich bin auf Sardinien, um die neue MV Agusta Enduro Veloce zu testen und wie sich diese Dreizylinderreise Enduro fährt, was dran ist, was drin ist, das erfahrt ihr in meinem Video. Ja Leute, jetzt ist Halbzeit und ich bin auch eine kleine Erklärung schuldig, warum ich auf einmal jetzt im Duratec-Gewandel dastehe und beim Wegfahren in der MV Agusta-Wäsche. Die Erklärung ist relativ einfach und war für mich sehr unangenehm, weil mein Gepäck nicht angekommen ist. Also danke Lufthansa, danke Austrian Airlines, die haben es nicht geschafft, dass beim Umsteigen in München das Gepäck mitgeht nach Cagliari, nach Sardinien. Aber das MV Agusta-Team hat mir wirklich sensationell hilfsbereit ausgeholfen. Ich habe einen Helm gekriegt, eine Jacke, eine Hose, Stiefeln, Handschuhe, alles neu und alles wirklich sehr, sehr gute Ware. Und bin mit dem losgefahren. Deshalb ist der Großteil der Fahraufnahmen von heute Vormittag mit diesem MV Agusta Outfit. Und die haben wir das jetzt nicht nur ins Hotel gebracht, die haben wir sogar nachgebracht auf die Strecke. Natürlich habe ich mich jetzt auch umgezogen. Also es ist jetzt ein bisschen ein eigenes Video mit zwei verschiedenen Outfits und vor allem jetzt auch nicht so, wie es bei mir gewöhnt seid, dass ich mit einem Stativ beim Motorrad stehe, weil das Stativ auch in meiner Tasche drinnen war, die Kamera, die im Handgepäck gewesen ist, im Hotel lassen habe, weil ich mit dem ja nicht gerechnet habe, dass wir das nachbringen. Also machen wir das jetzt ein bisschen anders und ich werde ums Bike herumgehen und euch meine ersten Eindrücke davon erzählen und was es sonst noch zu sagen gibt. Aber ich glaube, das ist eh gescheiter, weil mich seht ihr eh oft genug und das Bike ist sowieso interessanter als ich. Wir reden hier von der MV Agusta Enduro Veloce. Vor 2 Jahren auf der EICMA ist dieses Lucky Strike Projekt vorgestellt worden. Im letzten Jahr auf der EICMA ist dann die LXP Oreoli präsentiert worden, das fertige Motorrad, auch eher in diesem Lucky Strike Outfit und eine limitierte Sonderauflage mit 500 Stück, die angeblich schon fast alle verkauft sind. Jedes einzelne von ED Oreoli handsigniert, also da ist wirklich jedes anders und dann drüber lackiert und reichhaltig ausgestattet mit Koffer, mit Schutzelementen. Also wirklich sehr, sehr hochwertig, aber ebenso auch der Preis von deutlich über 30.000 Euro in Österreich. Und jetzt gibt es eben die Enduro Veloce, das ist praktisch das Serienmodell davon. Eine Premium-Reise-Enduro mit einem völlig neu entwickelten 931 Kubikreihen Dreizylinder, der 124 PS leistet bei 10.000 Umdrehungen und ein maximales Drehmoment von 102 Newtonmetern bei 7.000 Umdrehungen. Wir bei 80% dieses Drehmoment schon bei 3.000 Umdrehungen anliegen. Und das Besondere an dem Motor ist die gegenläufige Kurbelwelle, die dann auch dafür sorgen soll, dass sich das Motorrad trotz 21 Zoll Vorderrad sehr, sehr agil einlenken lässt. Ich bin viel zu wenig Techniker, um euch zu bestätigen, dass es wirklich daran liegt, aber ich bin viel zu viel oder sagen wir genug Motorräder gefahren, um euch zu sagen, dass es stimmt, dass es wirklich extrem agil ist. Ich bin sicher so ziemlich alle 21 Zoll Reise-Enduros am Markt gefahren und ja, die ist schon eine der, wenn nicht die agilste, das heißt, die lässt sich wirklich spielerisch leicht einlenken. Und da hat man nicht zu viel versprochen, wie überhaupt das Motorrad sehr, sehr sportlich ist. Das wurde auch gestern am Abend bei der Präsentation immer wieder erwähnt. Auf das sind die Italiener besonders stolz. Und ja, wenn ich mir das jetzt anschau, wir sind heute wirklich kurvenreichste Straßen hier gefahren auf Sardinien. Ich habe das einmal in einem Reisebericht geschrieben von der
Transfăgăra sind in Rumänien, erzählt man sich ja, dass der Ceaușescu damals Bergziegen den Hang raufrennen hat lassen und dann die Straße genauso gebaut hat, wie die ihren Weg genommen haben. Da habe ich die sardischen Straßenbauer schwer im Verdacht, dass sie Hasen verfolgt haben, die da im Zickzack-Kurs unterwegs gewesen sind, weil wir haben da Kurven, das ist unfassbar. Aber das nur so ein kleiner Abschweifer in die Geografie hier. Ich bin froh, dass ich im Juni wieder da bin, zusammen mit der MEL und mit der Husqvarna-Norden 901 Expedition. Aber zurück zur MV Augusta und zu ihrer Sportlichkeit. Ich würde jetzt einmal sagen, der Sound ist wilder oder aggressiver als der Motor dann selbst. Zumindest unten raus ist er jetzt nicht so extrem präsent, aber ab einer gewissen Drehzahl, also ab 3000 Umdrehungen und dann oben raus, da spielt dann schon so richtig die Musik. Aber dieser Sound ist schon was Einzigartiges. Das ist schon typisch MV Augusta. Das klingt schon sehr, sehr nach Rennsport und auf die Rennsport-Gene ist man ja bei MV Augusta besonders stolz. Und ich würde schon sagen, dass das insgesamt eine Reiseenduro ist, die sich extrem sportlich fahren lässt. Es gibt ganz, ganz wenige Reiseenduros, die auf der Straße derart sportlich zu bewegen sind. Dazu trägt auch sicher das Fahrwerk bei. Wir haben hier Sachs-Komponenten, vorne eine 48 mm Upside-Down-Gabel mit 210 mm Federweg, voll einstellbar. Und auch das Federbein von Sachs ist voll einstellbar. Die Vorspannung mit einem praktischen Handrad. Ich habe mir die Vorspannung ein bisschen raufgedreht. Aber an sich ist es schon auf der sportlichen Seite, so wie es eingestellt ist. Aber die Einstellungsmöglichkeiten sind richtig vielfältig, was man vergeblich sucht. Und was natürlich bei so einem teuren Motorrad vielleicht der ein oder andere schon erwarten würde, das ist eine elektronische Suspension, also ein semiaktives Fahrwerk, also das ist alles manuell einstellbar, wirklich vielfältig einstellbar, aber wenn man jetzt natürlich viel wechselt zwischen On- und Offroad, dann wird man immer ein bisschen einen Kompromiss haben, aber der ist da schon sehr, sehr gut oder sagen wir mal so, sehr, sehr sportlich. Das ist schon wirklich eine Geschichte beim Fahren, also selten, dass man so einen runden, schönen Strich durch die Kurve ziehen kann, dass das wirklich sehr, sehr stabil eben die Kurve hält. Schräglagen sind auch recht ordentlich, die das Motorrad zulässt. Und was bei MV Augusta neben der Sportlichkeit auch immer sehr, sehr groß geschrieben ist, sehr, sehr wichtig ist, das ist das Design. Wir haben hier eine zweifärbige Lackierung, die sehr, sehr aufwendig gestaltet ist. Alles in Handarbeit, also das ist wirklich, auch wenn man sich es anschaut im Detail, sehr, sehr hochwertig, ebenso die Handguards. Wir haben einen sehr, sehr guten Sitz, eine Sitzhöhe von 870 mm. Man kann den Sitz dann auch noch niedriger stellen auf 850. Ich habe mich mit meinen 1,75 gut gefühlt in der höheren Position. Die Sitzprobe werde ich dann am Schluss machen, wenn ich das Stativ dabei habe. Der Windschild ist nicht verstellbar. Ich würde den Windschutz jetzt als gut, aber nicht als sensationell bezeichnen. Mit meinen 1,75 absolut ausreichend. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass der eine oder andere Großgewachsene vielleicht mehr Windschutz will, wenn es auf Autobahn geht oder so. Da muss man sich dann eventuell mit einem Spoiler oben helfen. Untenrum ist der Windschutz, der Wind- und Wetterschutz sehr, sehr gut. Auch hier diese Seitenteile sind recht effektiv. Die Belüftung durch diese Schlitze und so ist auch sehr effektiv. Selbst bei der Hitze da auf Sardinien und im Stop-and-Go-Verkehr brennen da die Wadeln nicht auf. Also das hat man wirklich immer halbwegs eine gute Belüftung. Die Fußrasten sind sehr, sehr gut. Man kann die Gummis rausnehmen, auch fürs Stehendfahren. Wir haben einen angeschraubten Heckrahmen, angeschraubte Sozius-Rasten. Das ist auch gut, wenn es darum geht, wenn man stürzt oder so, wenn man was beschädigt für Reparaturen. Der Auspuff ist jetzt natürlich Geschmackssache. Ich finde, dass er schöner hätte sein können. Also das ist schon ordentlich Strom. Der Sound, wie gesagt, ist
sehr, sehr MV Agusta-like. Also für alle Leute, die der Meinung sind, ein Motorrad muss richtig gut klingen, die sollen sich das einmal anhören. Überhaupt, zurück noch einmal kurz zum Motor. Der lässt sicher jeden Dreizylinder-Fan das Herz höher schlagen, weil es noch ein Dreizylinder ist, der so klingt, wie ein Dreizylinder zu klingen hat. Das ist ja nicht überall so, wenn man sich jetzt anschaut, bei Triumph die modernen Dreizylinder mit der veränderten Zündfolge, die imitieren ja doch immer mehr an Zweizylinder vom ganzen Charakter her, aber das ist eben noch so ein richtig klassischer Dreizylinder, der so richtig bollert, wenn man hochdreht, und die Musik ist schon was ganz was Feines, was ganz was Eigenes. Dabei hat er nur 90 dB Standgeräusch, da sieht man wieder mal, wie aussagekräftig oder wie wenig aussagekräftig das Standgeräusch ist, weil ein leises Aggregat ist das ganz sicher nicht. An Elektronik ist auch so ziemlich alles drin und dran, was Stand der Dinge ist. Wir haben eine 6-Achsen-IMU, wir haben verschiedene Fahrmodi, und zwar einen Urban-Mode, einen Touring-Mode und einen Offroad-Mode. Und dann noch zusätzlich einen frei konfigurierbaren Rider-Modus, wo man sich wirklich alle einzelnen Parameter noch selbst einstellen kann. Traktionskontrolle ist 8-stufig. Wir haben 5 Stufen praktisch fürs Touring-Fahren, eine für rutschige Verhältnisse, also für Regen, und 2 Offroad-Varianten. Wobei die eine Offroad-Variante mir persönlich ein bisschen zu früh eingreift. Ein bisschen zu früh regelt, aber das kann man sich alles individuell einstellen, und streng genommen hat man sogar 16-stufige Traktionskontrolle. Warum das? Weil man das alles, die ganze Elektronik, auf die Reifen abstimmen kann. Das heißt, ob man einen Straßenreifen wie hier den serienmäßigen Bridgestone A41 drauf hat, einen 9010er Reifen, oder den optionalen AX41, also einen Stollenreifen, da verändert sich ja natürlich auch dann auch die Geometrie. Und bei MV Agusta hat man das wirklich ganz genau dann abgestimmt auf den jeweiligen Reifen, also auf die jeweilige Bereifung. Die Takasago Excel-Felgen sind wirklich allerfeinste Ware. Die werden auch gröberen Belastungen gerecht. Stichwort gröbere Belastungen. Bis jetzt haben wir nur ein paar so Feldwegerl dabei gehabt, aber am Nachmittag soll es auch einen kleinen Offroad-Abschnitt geben. Auf das bin ich schon gespannt, das werde ich euch dann am Ende erzählen. Die Motorräder werden dann auch mit dem AX41, also mit einem 50-50er Reifen, ausgestattet sein. Über die beiden Reifen brauche ich nicht viel verlieren, das sind beides Top-Produkte, jeweils im entsprechenden Segment, also der A41 im 9010er Segment und der AX41 bei dem 50-50er Reifen, also das sind wirklich sehr, sehr gute Reifen, aber alles andere wäre ja auch ein Wahnsinn bei so einem Motorrad. Das 7 Zoll Display ist sehr, sehr gut ablesbar. Wenn man losfährt, darf man es nicht wirklich eilig haben, weil es schon relativ lang dauert, bis das System hochfährt. Also auf der Flucht darf es da eher nicht sein. Aber es geht dann doch. Und die Bedienelemente sind auch recht logisch aufgebaut, findet man sich recht rasch zurecht. An der rechten Hand beim Schaltknopf hat man auch die Wahl der Fahrmodi hier beim Fahren. Also wenn man unterwegs ist, wenn man fährt und da drauf drückt, dann ändert sich der Fahrmodus. Man kann das Display natürlich vielseitig individuell gestalten. Und was das Motorrad dann noch hat, und das unterstreicht dann auch wieder den sportlichen Anspruch von MV Agusta, eine Launch Control. Eine Launch Control findet man wirklich normalerweise nicht bei Reise-Enduros. Das ist nur zur kurzen Erklärung fürs Starten, fürs flotte Starten. Ich habe einmal einen Test davon auf der KTM 1290 Super Duke GT gemacht für 1000 PS. Das heißt, du drehst wirklich voll auf das Gas und lässt dann die Kupplung kommen und fährst weg. Und da brauchst du wirklich vollstes Vertrauen in die Elektronik, weil du dich da im Normalfall nach hinten überschlagen würdest. Die Beschleunigung, eben wenn man so startet, ist angeblich 3,5 Sekunden von 0 auf 100.
wem das wichtig ist. Es ist sicher eine sportliche Reiseenduro, eine sehr, sehr sportliche Reiseenduro, die sich auf der Straße wohler fühlt als im Offroad, auch wenn wir jetzt dann noch nichts Gröberes gefahren sind, aber das kommt, dann gebe ich jetzt am Nachmittag. Aber sie ist natürlich mit den 21, 18 Zoll Rädern dafür bereit. Wir haben da feine Magura-Ware auch bei den Hebeleien, alles natürlich einstellbar. Nichts zu meckern gibt es über die Brembo Stylema Bremsen, die das Motorrad sehr, sehr gut verzögern. Beim ABS würde ich sagen, wenn du so richtig sportlich unterwegs bist, dann wird es vielleicht dem einen oder anderen ein bisschen zu früh regeln. Aber wir dürfen nicht vergessen, wir sind da auf einer Reiseenduro und auf keinem Rennmotorrad. Also das ist, finde ich, für den Zweck absolut passend. Der eine oder andere italienische Kollege, wir waren da vorher recht flott schon unterwegs auf den kurvenreichen Straßen da. Ich glaube, da waren einige in der Neigungsgruppe Vollgas und die haben gemeint, ja, das ist nicht ganz so aggressiv wie eine MV Agusta ist, aber wir reden von einer Reiseenduro. Das ist für eine Reiseenduro meiner Meinung nach richtig sportlich. Ist es die sportlichste? Wahrscheinlich nicht, dafür fehlt ja ein bisschen was an Leistung. Also da gibt es schon KTM 1290 Super Adventure S, es gibt eine Ducati Multistrada V4 in den verschiedensten Spezifikationen mit einem kleineren Vorderrad, aber von den 21 Zoll Reiseenduros ist sie wahrscheinlich schon die sportlichste auf der Straße. Sie ist ja auch ein bisschen schwer einzuordnen, weil in der Hubraumklasse, in der sie unterwegs ist, gibt es nichts, das so stark ist mit den 124 PS. Da kommt ja die Ducati Desert X mit 115 PS am nächsten. Und in der Oberklasse gibt es eigentlich nur die KTM 1290 Super Adventure R und die Triumph Tiger 1200 Rally Pro, die auch ein 21 Zoll Vorderrad haben. Und gegenüber denen ist sie auf der Straße bestimmt sportlicher. Ich glaube aber dafür nicht ganz so offroad-tauglich. Das will ich dann erst am Nachmittag wirklich endgültig bewerten. Und danach werde ich noch ein Fazit ziehen zum Motorrad und auch zur viel diskutierten Übernahme durch die Pira Group, was das bedeuten könnte, was das meiner Meinung nach bedeuten wird oder was es bedeuten sollte. Aber dazu dann ein bisschen später. Offroad setup, so basically suspension, everything is set up. We have a custom all-terrain map here, so all the electronic aids are off except for the ABS at the front at level one, so okay. It's less sensitive. Okay. Then everything is super slow down, like throttle response, engine response. We put it all in low mode, so you will feel the difference. It's the best choice for off-road riding, and you will feel it immediately. Okay. Of course, tire pressure, 1.6, 1.8. Okay? Okay. So, and you will feel it. Now you will follow the guide for one lap, and then you have two free laps for you. Okay? Okay, perfect. Perfect. Excuse me, you want to open this? 180 at the front, 1.6 at the rear. Sorry, the pressure. So, wir sind jetzt wieder zurück im Hotel nach knapp 240 Kilometern. Ich bin auch noch die Sitzprobe schuldig. Mit meinen 1,75 in der hohen Position, 870 mm, komme ich sehr gut mit den Fußballen runter. Man kann es in eine niedrigere Position geben. Ist ein bisschen komplizierter als bei anderen, da muss man so Schrauben verstellen. Also, aber das macht man nicht oft, das macht man wahrscheinlich eh nur einmal. Ich habe es aber in der oberen Position angenehm gefunden. Man hat einen angenehmen Kniewinkel. Auch die Stehendposition ist sehr, sehr ausgewogen, sehr, sehr gut. Weil ich bin auch stehend gefahren, wir sind am Nachmittag auch Offroad-Passage gefahren an so einem Loop, 3-4 Runden und ich muss sagen, ich war angenehm überrascht. Ich habe mir nicht gedacht,
dass sich dieses Motorrad so gut auch auf unbefestigten Wegen bewegen lässt, sehr handlich ist. Es ist ja doch kein leichtes Motorrad. Wir reden hier von 225 Kilo trocken bzw. 245 Kilo fahrfertig vollgetankt. Für mich ist das Gewicht auch ein bisschen ein Rätsel, weil der Motor nur 57 Kilo wiegt und trotzdem eben das Bike relativ schwer ist. Wo da das ganze Gewicht ist, kann ich nicht sagen. Eine Wucht ist aber auf alle Fälle die maximal erlaubte Zuladung von knapp 250 Kilo. Ich glaube, so viel kann man gar nicht aufladen zu zweit, wie man da draufpacken kann. Vielleicht ist das auch mit dem Grund, warum das Motorrad selbst auch schwer ist, weil es eben so robust ist. Aber man muss wirklich sagen, das ist sehr, sehr handlich gewesen, wobei man da schon auch die Abstimmung der Elektronik richtig regeln muss. Das heißt, den Gasgriff eher auf sanft. Die elektronischen Assistenzsysteme haben wir abgestellt. Das heißt, keine Traktionskontrolle. Das ABS war am Hinterrad deaktiviert und vorne auf Stufe 1, sehr spät eingreifend. Und das hat schon gut funktioniert. Hat man, wie gesagt, taugt und hat mich positiv überrascht. Also man kommt mit der Enduro Veloce auch auf unbefestigten Wegen ganz sicher weiter, als man glauben mag mit so einem doch großen Motorrad. Und was ich euch vorher, glaube ich, auch vorenthalten habe, ist der Quickshifter. Der ist richtig gut, der macht züchtig, der funktioniert sowohl bei offenen als auch bei geschlossenen Gasgriff rauf und runter. Also der leichtgängig, das ist wirklich allererste Sahne, würden meine deutschen Freunde sagen. Und da glaubt man schon fast, hat KTM schon mitgespielt, weil ich kenne so einen guten Quickshifter fast nur von KTM. Aber nein, das ist eine reine MV Agusta Produktion. Da hat überhaupt noch nichts aus Matikofen mitgespielt. Wenn ich jetzt das Motorrad so viel gelobt habe, dann möchte ich schon auch noch Kritikpunkte anbringen. Zum einen ist es ganz sicher der Preis. Die wird in Österreich so knapp unter 28.000 Euro kosten. Nova Sedan in Deutschland irgendwas mit 23.600 herum. Das ist schon sehr, sehr viel Geld für ein Motorrad dieser Kubikklasse. Aber man kommt da natürlich auch ein exklusives Gefährt. Es werden ungefähr 1.000 Stück im Jahr produziert. In Varese sehr, sehr viel handgefertigt. Da ist sehr, sehr viel Herzblut drinnen. Da steckt sehr, sehr viel MV Agusta drinnen, ganz einfach. Und das spürt man, wenn man da mit den Ingenieuren spricht, wenn man da mit den Technikern spricht, die sind richtig stolz auf dieses Motorrad. Ich glaube, das kauft man sich nicht aus Vernunftgründen, das kauft man sich, wenn man sowas sucht, wenn man ein Freak ist, wenn man entweder MV Agusta Fan ist oder ganz einfach wirklich auf etwas Exklusives steht. Es ist eine Premium-Reise-Enduro, keine Frage. Und erlaubt es mir jetzt auch noch ein bisschen einen Exkurs zu den neuen Besitzverhältnissen. Wie ihr ja wisst, wie ja sehr viel auch diskutiert und geschrieben worden ist, hat mittlerweile die Pira Mobility Group 51% von MV Agusta übernommen. Und ich glaube, dass das durchaus eine Win-Win-Situation werden kann. Als Österreicher kann man auf KTM stolz sein, meiner Meinung nach. Die Italiener sind ja auch auf MV Agusta, also die sind ja auch auf ihre Marken sehr, sehr stolz, wie sich KTM in den letzten Jahren entwickelt hat. Und wenn man jetzt dieser kleinen Edelschmiede hilft in Sachen Marketing, in Sachen Vertrieb, dann kann das für MV Agusta gut sein, um ganz einfach auch von der Ersatzteilversorgung und so da besser aufgestellt zu sein. Das hat ja in der Vergangenheit offenbar nicht immer so funktioniert. An der anderen Hand hat KTM jetzt auch oder die Pira Group jetzt auch ein Premium-Produkt im Portfolio. Und ich finde es ganz, ganz wichtig, dass man da jetzt nicht die Baukastensysteme verwendet, die man im Konzern verwendet. Also ich glaube, die Welt braucht ganz sicher keine vierte 690er mit einem anderen Plastik mit MV Agusta drauf, sondern man sollte dieses Produkt, also die Produkte von MV Agusta weiter hegen und pflegen. Es ist aber, glaube ich, was ich so gehört habe, es gibt natürlich keine offiziellen Statements, aber es ist, glaube ich, auch so geplant. Ich habe mich wirklich in den letzten zwei Tagen sehr, sehr viel unterhalten, sowohl mit Italienern als auch mit Österreichern. Und sie dürfen oder wollen ja nicht alles verraten, aber ich habe schon rausgehört, dass das genau auch der Plan ist. Das heißt, dass man die Produktion in Varese belässt, dass man dort weiter ausbaut. Ich glaube, man muss ganz einfach den Italienern ihren Stolz lassen.
Und dann profitieren beide Seiten davon. Das ist ein Premium-Produkt, keine Frage. Eine wunderbare Reise-Enduro waren, die alle Stückeln spielt, die komfortabel ist, also der Sitz, es war jetzt nicht die Welt heute, diese 240 Kilometer, aber natürlich sitzt man sehr, sehr viel im Sattel. Mit den ganzen Fotostops und so ist es durchaus so, wie wenn man 300, 400 Kilometer gefahren wäre, und da habe ich überhaupt nichts gespürt. Also ich bin da wirklich sehr, sehr gut gesessen. Einen Sozia-Check werde ich euch nachreichen mit der Mail, weil ich mir dieses Motorrad auf alle Fälle auch in Österreich noch für zumindest eine Woche oder zwei Wochen holen werde. Da wird es dann auch einen Alltagstest geben. Da werden wir uns dann anschauen, wie sich die wirklich im täglichen Leben schlägt und auf anderen, auf meinen Schotterstraßen. Der Verbrauch, den wir heute gehabt haben von 6,1 Liter, ist ein Verbrauch, der hier angezeigt wird. Wir haben wirklich ordentlich Stoff gegeben, teilweise zwischendurch. Auch da werde ich mir den Verbrauch wie immer ganz genau ausrechnen in meinem nächsten Test. Also schreibt es auch unten rein, vielleicht, was euch da noch interessiert, was ich mir da noch ganz besonders anschauen soll. Der Dreizylinder ist wirklich eine Wucht, der gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Den kann man auch natürlich sehr, sehr schaltarm fahren. Ich bin einmal im dritten Gang da wirklich 10 Minuten lang herumgefahren, und du brauchst da gar nicht schalten. Du schaffst die Spitzkehre genauso wie halt dann die lange Gerade, weil der Motor, wenn ausgedreht ist, wirklich eine Freude ist. Ich habe da jetzt gerade den italienischen Kollegen zugehört, wie sie gesagt haben, Enduro Buono Veloce. Also das geht vor allem auf den Klang. Also die Italiener sind ganz begeistert gewesen von dem Klang. Ich könnte mir schon vorstellen, dass dieser Klang auf Dauer auch ein bisschen viel ist. Aber ja, das muss man ganz einfach wollen. Das ist schon sehr, sehr sportlich von der Anmutung. Es ist sicher eine der sportlichsten Reise-Enduros am Markt. Wenn ich es jetzt dann zum Beispiel vergleiche, auch nur mit der Husqvarna Norden 901, ob Standard oder Expedition, die ich ja beide sehr, sehr viel in letzter Zeit gefahren bin, da taucht die Gabel schon viel, viel mehr ein beim Einbremsen. Hier bleibt das so richtig stabil. Das Fahrwerk hält wirklich immer die Spur. Da kann man immer eine schöne Linie ziehen. Also das ist wirklich wunderbar. Wie gesagt, es wird noch mehr von mir kommen mit der MV Agusta Enduro Veloce. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann seid so gut und lasst mal einen Daumen hoch da, schreibt es in den Kommentaren unten rein, eben was ihr von dem Motorrad haltet und was ihr vielleicht im nächsten Video noch von mir sehen willst. Auch einen Soundcheck werde ich da sicher einbauen. Würde mich interessieren alles, und falls ihr es noch nicht gemacht habt, hört es mir auch noch auf die Mail. Abonniert den Kanal, es kostet nichts und den Wolf freut's. Ja, nicht nur den Kanal abonnieren, sondern auch die Glocke aktivieren, damit ihr meine Videos in Zukunft nimmer mehr versäumt. Und ich muss wirklich sagen, ich war angenehm überrascht. Habe ich mir zum Mittag nicht gedacht, dass sich dieses Motorrad so gut... Okay?